Buy and Hold. Drei kleine Wörter mit großer Bedeutung bzw. großer Wirkung. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Wir beschäftigen uns mal mit der Bedeutung bzw. mit meiner Interpretation dieses Ansatzes, dieses Strategieansatzes. Denn Buy and Hold ist ja auch, wie ihr wisst, ein Kernbestandteil meiner Anlagestrategie. Und dieses Video soll jetzt aber nicht so ganz ins Detail gehen und einen Überblick über meine Strategie liefern und alle Verästelungen, sondern es soll eigentlich eine Einleitung sein zu einem Artikel, den ich nämlich genau nochmal ganz ausführlich zu Buy and Hold geschrieben habe. Der umfasst so rund 10 Seiten, beziehungsweise es gibt auch einen Podcast dazu, eine Audiodatei, die so eine knappe Dreiviertelstunde geht, also volle Kanne Druckbetankung, Dreiviertelstunde nochmal ganz ausführlich mit meiner Strategie. Und ihr könnt euch diese Strategie, diesen Artikel, so rund die ersten 30%, die ersten 3-4 Seiten, könnt ihr euch komplett kostenlos auf meiner Webseite durchlesen. Schaut dazu einfach mal unten in den ersten Link der Videobeschreibung. Wenn ihr den Artikel gut findet und den kompletten Artikel lesen wollt und auch den Podcast dazu haben wollt, dann einfach unten auf den Button klicken und bei alle Aktien registrieren, denn dort im Premium-Bereich liegt der komplette Artikel inklusive des Podcasts und bei alle Aktien kann man eben auch mal einfach 30 Tage lang eine kostenlose Premium-Mitgliedschaft machen. Das heißt, ihr müsst da auch erstmal nichts für bezahlen, wenn ihr von alle Aktien überzeugt seid. Da werden ja auch regelmäßig gute neue Unternehmens- und Aktienanalysen hochgeladen. Dann einfach dabei bleiben, freue ich mich natürlich auch. Und genau, das im Prinzip mal zu dem ganzen Thema. Aber wir wollen natürlich jetzt hier sozusagen heute in dem Video einfach mal einleiten, nochmal so ein bisschen schauen, was steckt eigentlich genau in diesem Begriff Buy and Hold drin. Und es sind ja eben genau diese drei Wörter. Und das erste ist ja eben genau dieses Buy, das heißt das Kaufen. Und das impliziert ja eben auch schon, es geht eben nicht ums Verkaufen in dieser Strategie. Nun muss man aber eben sehen, dass insgesamt im ganzen Börsenumfeld das Thema Verkaufen eigentlich schon eine relativ große Bedeutung hat. Also für viele Börsianer gehört das dazu, eben zu traden, zu handeln, gerade auch für Fondsmanager, für aktives Fondsmanagement, für aktiv gemanagte Fonds. Da spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle eben auch, um, sage ich mal, die Gebühren, die man verlangt, zu rechtfertigen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger, impliziter, strategischer Bestandteil bei den aktiven Fondsmanagern, dass man eben sagt, ja, okay, jetzt müssen wir teilen, jetzt müssen wir auch wieder verkaufen. Und natürlich auch für die Broker spielt es eine entsprechend wichtige Rolle, weil sie natürlich dann auch dort in der Regel dann entsprechend Provision für kassieren, wenn man eben wieder verkauft. Aber das ist eben genau nicht das Thema der Buy-and-Hold-Strategie, sondern es geht eben darum, zu kaufen und zu halten, also nicht mehr zu verkaufen. Denn Aktien an sich zu kaufen, das reine Technische, ist natürlich erstmal komplett simpel und einfach. Mittlerweile habe ich euch auch mal unten verlinkt, kann man sogar zum Beispiel bei Trade Republic, ist auch ein relativ neuer Anbieter, komplett ohne Orderprovision handeln. Ich glaube, da ist nur 1 Euro Fremdkostenpauschale dabei. Also 1 Euro pro Trade, Volumen unabhängig. Also es ist eine App sogar nur. Man kann sich dort mit Videoident sozusagen identifizieren. In 10 Minuten ist man da eigentlich durch. Da muss man noch Geld aufs Konto überweisen und kann starten. Also das eigentliche reine technische Kauf. Man muss nicht mehr zur Filialbank gehen. Man muss auch nicht mehr groß über einen Online-Broker gehen. Man kann wirklich schon jetzt über diese App gehen. Da steckt aber auch eine Bank und so weiter hinter. Es ist also sehr, sehr einfach geworden, technisch Aktien, Wertpapiere zu kaufen. Aber die Frage ist natürlich bei dieser Buy-and-Hold-Strategie, welche Aktien kaufe ich? Und das ist natürlich genau die Krux, das ist genau das Schwierige an dieser Strategie und damit beschäftige ich mich eben auch sehr, sehr ausführlich dann in dem Artikel, den ich gerade erwähnt habe. Kommen wir dann mal zu dem Verbindungswörtchen hier, zu dem AND. Und das ist auch nochmal für mich entscheidend. Das heißt, wenn ich einfach nur sage BUY, also Aktien kaufen, dann habe ich keine Strategie dahinter, weil wenn ich nicht das AND HOLD dahinter stehen habe, dann werde ich tendenziell auch dazu neigen, Aktien wieder zu verkaufen und zu traden. Und durch das AND HOLD zwinge ich mich eigentlich selbst,
mir sehr, sehr genau zu überlegen, in welche Aktien, in welche Unternehmen ich investiere. Denn was oder wie ist dieses Hold denn überhaupt zu interpretieren? In der idealer Weise heißt es eigentlich, dass ich die Aktie nie wieder verkaufe. Und jetzt merkt man schon, welche wichtige Bedeutung dann die Auswahl der richtigen Unternehmen, die Auswahl der richtigen Aktien eben hat, wenn ich sage, ich will die eigentlich nicht mehr verkaufen. Und deshalb muss man eben hier das Ganze immer im Zusammenhang sehen bei and hold. Man zwingt sich dann im Prinzip durch das Hold sozusagen dazu, sehr, sehr genau auch zu schauen, in was man eigentlich investieren will, idealerweise über Jahrzehnte investieren will, idealerweise auch gar nicht mehr verkaufen will. Und meines Erachtens auch das Hold ist genau der Knackpunkt dieser ganzen Strategie. Das ist halt am Ende das Schwierige, denn was passiert, was wird jedem passieren, der eben mit dieser Strategie beginnt? Er wird Aktien kaufen, Wertpapiere, ETFs, was auch immer, die stagnieren werden in ihrer Entwicklung. Er wird Wertpapiere kaufen, die fallen werden in ihrer Entwicklung. Man ist mit echtem Geld im Markt, man wird unsicher. Ja, das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsprozess. Auch das heißt, Buy and Hold ist auch ein Entwicklungsprozess. Es ist ein Weg. Der Weg ist das Ziel. Das ist normal am Anfang. Da muss man im Prinzip einmal durch. Das heißt, Unsicherheit gehört am Anfang mal dieser Strategie auch dazu, damit man eben irgendwann diese Unsicherheit dann auch entsprechend überwinden kann. Warum ist Hold auch schwer? Natürlich, wenn dann wirklich mal der richtige Crash kommt, wenn die richtige Panik kommt, die noch durch die Medien verstärkt wird, dann ist das Thema natürlich auch eine ganz, ganz wichtige und schwierige Geschichte. Aber das Hold, das langfristige Halten, hat eben auf der anderen Seite eben auch enorme Vorteile. Stichwort Steuerstundungseffekt, Stichwort Zinseszinseffekt. Auch auf solche Themen gehe ich in meinem Artikel nochmal ausführlich ein. Und somit ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Begriff mit drei simplen Worten, wo aber einfach sehr, sehr viel Power und sehr, sehr viel Macht dahinter steckt. Und man muss eben sehr, sehr detailliert sich auch anschauen, wie man so eine Buy-and-Hold-Strategie eben auch vernünftig aufbaut. Und ich glaube, da kann euch der Artikel auch ganz gut bei weiterhelfen. Also ich freue mich, wenn ihr den fleißig lest und auch natürlich euch den komplett anschaut, auch mal in den Podcast reinhört. Bin da auf eure Meinung auf jeden Fall auch gespannt und auf eure Kommentare und freue mich schon aufs nächste Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.